Ich hätte ich woanders nochmal probieren sollen, aber dort durchgegangen wäre, aber. Oh mein Gott. Natürlich findet Madison ihn, ja. Ethan? Ethan, hören Sie mich? Wie gerät man denn in solch einen Zustand? Okay, ganz ruhig. Ich muss ihm irgendwie helfen können. Ja, ausziehen ist immer nicht. Ich muss ihnen ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Sie haben sehr hohes Fieber. Aber Ethan stirbt am Ende auch noch. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Okay, dann holen wir uns jetzt wieder aus dem Bad diese große Flasche oben. Das war ja das Desinfektionsmittel. Es stehen hier andere Sachen drin. Booty! Bisher gibt es noch kein Booty heute. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Erst Desinfektionsmittel und dann Verbandszeug, würde ich sagen. Es ist keine Brandverletzung. Sieht aus wie ein Radiergummi. Langsamer. Oder wie ein Babybell sieht das aus. Babybell ist desinfizierend. Wow. Nicht gut desinfiziert ist das hier. Ich habe alles desinfiziert. Alles. Nee, es ist mir neu tatsächlich. Das Babybell desinfizierend wirkt. So, jetzt noch Medikamente, bitte. Er ist bewusstlos. Kann ich nicht. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Wer hohes Fieber hat. Oh, jetzt guckt sie in die Kiste. Deswegen ist Babybell ausverkauft. Er ist so selten, Babybell.
Aber jetzt sollte ich immer welchen im Haus haben. Falls ich mich mal schneide, stecke ich meinen Finger einfach in so ein Babybell und dann ist alles gut. Willkommen zurück, Typ. Wie geht es Ihnen? Ich weiß auch nicht so richtig, warum Madison ihn so sorgt. Ich weiß nicht, ob die was weiß. Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr drei Stunden. Ob die was weiß, wer er ist, oder? Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Ach, da steckt mehr dahinter. Frisch geduscht, Sina! Wenn Milo kommt, Bälde. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Sie, stecken Sie in Schwierigkeiten? Viel größere, als Sie sich denken. Überhaupt nicht. Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Viel Glück. Lustig ist halt, dass bei ihm immer die Tür offen ist. Und letztes hat sie ihn draußen abgefangen. Diesmal war die Tür bei ihm offen. Die ist immer da. Nichts anderes. Ich weiß, wir müssen in die Kiste gucken. Uns waschen. Ich glaube, ich gucke gleich mal, ob wir ein paar Gedanken von ihm lesen können. Rückenschmerzen. Ich hole dich, Sean. Ich finde dich, egal wo du bist. Keine Fehler mehr. Ich brauche die verdammten Buchstaben. Ich muss auf die Beine. Ich muss weitermachen. Ich habe schon zu viel Zeit verloren. Ich will sie nicht mit reinziehen. Keiner darf etwas wissen, bis ich meinen Sohn habe. Wir haben halt jetzt, stimmt, durch diese verlorene Prüfung haben wir jetzt einen Buchstaben weniger, der uns ja am Ende irgendwie zu einer Adresse führt. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? Nein. Mir gefällt dieses Spiel nicht. Dieses Spiel, was da in-game passiert, dass der Killer ihn irgendwie zu einer Prüfung zwingt. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen Ach, um. Nein? Warum sind Sie dann von der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für drei der Morde.
Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Ethan kam klatschnass um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas... wie der gerade getippt hat. Etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung. Aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Ethan ist nicht der Killer. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden. Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Ich weiß, Sie wollen doch keinen Mörder decken. Sie müssen uns unbedingt alles sagen, Susi. Doktor. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Von wenn Sie sagt, das war vor 3 Monaten. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Doktor, es geht um das Leben eines Kindes. Vielleicht können Sie helfen, ihn zu retten. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Blake, das reicht. Wir verschwinden hier. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Blake, hören Sie auf. Sofort. Lassen Sie mich. Sie haben dazu kein Recht. Es ist auch manchmal echt schwer zu lesen, wenn diese Auswahlmöglichkeiten so kreisen, dann das richtige, die richtige Taste dazu zu finden. So, Quicktime-Event. Bin bereit. Los, Doc. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. Können wir das bitte unterbinden? Oh, wir sind dazwischen. Was ist los, Norman? Kalte Füße? Machen Sie sich nicht gerne die Hände schmutzig, hä? Ich dachte, Sie wollten das Kind retten. Das Leben von Sean Mars ist mir genauso wichtig wie Ihnen, aber ich halte mich an die Regeln. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Und zwar sofort! Dafür kriege ich Sie, Jaden. Keine Sorge. Alter, was ist denn mit dem Fall? Ich werde nicht vergessen. Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er hat auch irgendwie ein Aggressionsproblem. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Natürlich. Das ist ja klar. Also ich glaube nicht, dass Ethan der Killer ist. Er hat irgendeine übernatürliche Fähigkeit, dass er irgendwie Gedanken vom Origami-Killer sehen kann oder durch die Augen des Origami-Killers sehen kann. Ethan ist nicht der Origami-Killer, das glaube ich nicht. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden aus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja,
Ethan Mars ist der Origami-Killer. Nein! Das ist eine Lüge. Er hat keine Ähnlichkeit mit Andreas Burani. Das kommt eher von Donnerstag. Da gab es eine Szene, da habe ich diesen Typen nur so schräg von hinten gesehen. Und da habe ich nur die kurzen Haare und den Bart gesehen. Und das sah dann halt aus wie Andreas Burani. Deswegen ist das für mich einfach Andreas Burani. Was ist das jetzt hier für ein Vogel? Ja, Scott. Nein, ich wette nicht, Susi. Ich mag Wetten nicht. Wetten verliere ich. Der exklusivste Golfclub in der Stadt. Seltsamer Platz für ein Treffen. Stimmt, wo ist eigentlich Lauren? Die haben wir bei der Party gelassen. Ich habe Lauren nichts davon gesagt. Ich hole sie später zu Hause ab. Großer Schläger, kleiner Ball. Ich fand das Spiel schon immer sinnlos. Sieh an, ein alter Freund. Ich frage mich, worüber wir uns unterhalten. Lauren ist der Killer? Warum eigentlich nicht? Deswegen möchte sie vielleicht jetzt mit ihm zusammenarbeiten, um rauszufinden, was er weiß, was die Polizei weiß. Vielleicht ist Lauren nicht der Killer, aber vielleicht kennt Lauren den Killer. Vielleicht ist dieser Troy, den wir gestern ganz am Anfang gesehen hatten, der Origami-Killer. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Nee, wollen wir nicht. Okay. Muss ich hier wieder mit Nehmen dem Controller wedeln. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Bälle sind im Korb. Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Härter zu schlagen, also den Controller noch schneller bewegen, oder was? Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gaudi in den Origami-Fall verwickelt ist. Dollar. Ich muss die anderen Tasten halt auch immer noch drücken. Mach mich bereit. Dollar. So. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Das Ding ist, ich habe halt hier eine Tischkante. Ich will halt auch ungern meinen Controller hier ständig gegen eine Tischkante knallen. Wir brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Anders.
bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shaw. Und ich zahle gut für Loyalität. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shaw. Sonst bedauern Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Oh, das wäre jetzt so witzig gewesen, wenn er jetzt daneben geschlagen hätte. Wir trinken alle was. Prost. Mal ein Ausrufezeichen davor, Sina. Der Command müsste eigentlich gehen. Die sind da witzig gerannt. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Sind die jetzt alle kaputt? Ist was drin? Wasser oder so? Schlüssel. Das ist Prüfung Nummer 3. Vielleicht schaffen wir wenigstens die. Der Fernseher, der hat auch schon... Sieht verbrannt aus, oder? Schimmelig. Redwood! Hallöchen! Gehen uns erstmal umgucken. Okay. Hier ist nicht viel mit umgucken. Wir können nur das Video gucken. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. What? Wir das machen? Müssen die Spiegel kaputt machen, oder? Jetzt? Das brauchen wir. Wenn wir das hier schon rausnehmen können, dann brauchen wir das für irgendwas. Das hier auf den bestellen.
Bist halt gern, hier liegt doch irgendwas im Waschbecken. Wir gucken erstmal. Noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Wo kann ich denn das aus dem Waschbecken jetzt nicht mehr nehmen? Das war doch auch was. Soll ich mir denn den Finger abschneiden? Ah, okay, es ging doch abzustellen. Oh, wow. Hier noch irgendwas? Boah, ich will das nicht machen. Ist doch eklig. Alkohol. Sie haben desinfiziert. Noch 4 Minuten. Tu es! Ich möchte doch nicht. Ich sag's dir, am Ende ist Sean tot, ne? Wir machen das hier. Komm mal raus. Aber noch was anderes, oder? Weiß nicht, was ich hier eigentlich jetzt alles zusammensammle. Sie haben noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Ich muss da durch. Ich habe keine Wahl. Für Sean. Hier ist eine Säge. Eine Säge, glaube ich. Soll ich die Säge nehmen? Oder welche nehmen wir für ein Werkzeug? Das hier in die Luft sprengen oder was? Aber dann ist zumindest, dann sind direkt die Blutgefäße verödet. Sie haben noch 3 Minuten. Machen wir es damit? Wir nehmen das Ding jetzt hier. Nee, nimm da nicht. Dann nehmen wir die Säge. Langsam hoch. Nee, langsam hoch, langsam runter. Ja, tun's. Was denn nun? Mein Controller vibriert. Hä? Sie haben noch, das ist doch aber die richtige Taste. Und 30 Sekunden. Los jetzt! Für unseren Sohn! Oder wie der Controller vibriert. Du bist krass. Dann ist noch nicht mal ab, kann das sein? Nein!
Oh, dein Ernst? Boah! Oh Gott! Warum machen wir das? Scheiß drauf, veröde das Ding jetzt einfach. So, und jetzt Desinfektionsmittel drauf. Unter dem Tisch. Kann man noch Desinfektionsmittel nehmen? Nein. Boah, ey, das Spiel. Aber das hätten wir auch erst sehen können, dass da was geht. Oh. Ach, die Kacke, ey. Das stinkt gleich. Roosevelt Street oder so und sowas. Ja? Boah. Ich glaube, es ist vorbei, Sina. Wenn es ist halt heftig, ne? Der tut alles für seinen Sohn.